ihr eigentlich ein Tourvideo? Wir machen bestimmt kein Tourvideo. Bestimmt nicht. Read my lips. Es wird nie wieder ein Tourvideo geben. Es wird überhaupt kein Tourvideo geben. Wir machen definitiv kein Tourvideo. Auf dieser Tour gibt es kein Video. Überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass wir eins machen. Aber ich halte das noch für ein Gerücht. Ja, wir drehen ein Tourvideo. Und das wird das verdammt beste Tourvideo der Welt. Eine Dokumentation über die beste Band der Welt. Die meisten Bands machen total doofe Tourvideos. Ich schätze, wir wären da keine Ausnahme. Marshmallow, die erste. Ladies and Gentlemen, Jan Vetter mit diesem Marshmallow im Flug verspeisen. Jan Vetter! Karlsruhe. You don't know it, but you will. After this show, you will be bright. Marshmallow, die zweite. Ladies and Gentlemen, Jan Vetter wird jetzt diesen Marshmallow im Flug verspeisen. Jan Vetter! We fight, we kill, we die. We play, we dance to a symphony of death. Skull. Ach, bin ich froh, dass ich ein Junge bin, dass ich ein Junge bin. Ich würde uns gerne mal live sehen. Ich würde auch Eintritt dafür bezahlen. Echt? Kaufst du noch ein T-Shirt? T-Shirt will mir vielleicht, wenn das mir gefällt, will ich mir auch ein T-Shirt kaufen. Auf meinem Bett und ich starre an die Decke. Und ich wünsche dir die Pest an den Hals. Lässt mich hier sitzen, einfach so, aber vielleicht. Vielleicht kommst du ja bald. Kein Bock auf Fernsehen, das ist blöde. Bin ich kiffe, das macht blöde. Kann ich aufstehen, bin zu müde. Ich hab schon viermal onaniert, weil hier einfach nichts passiert. Weil hier nie etwas passiert. Die rechte Hand tut mir jetzt weh. Tja, vielleicht wird diese Dokumentation doch nie veröffentlicht. Die Ärzte, eine Erfolg gehabt habende Band. Vorsicht, lebende Tiere, Vorsicht, lebende Menschen, also Ärztekonzert. Wie viel wird das hier eingepeilt in der Zäune? There's Jan, writing the setlist. So is it all! Schreien die so im Ohr, so, ja, Arschlöcher, so von auf, so, als vor an dich gedacht, so mein Leben. Was, echt? Wieso? Wieso, Gott? Wieso? Wieso? Man nennt mich auch den Einsingor. Ah, ja.
on? What show is this? Ja. Ich spucke heute nicht. Was meint er damit? Lade nein, ich lade. Nee, haben sie nicht. Die Wahrheit über Marshmallow Man. Was war denn das? Was war denn das? Das ist kein Vergnügungsspielchen. Bela, du hast noch genau 36 Minuten Zeit bis zu deiner Show. Also. Karlsruhe, we gonna rock you. Aber. Roller Axel, bitte sofort eine Antwort. Ich habe gerade Marky Mark angeweidet. Andi für den Jan. Jörg hier für den Jan. Hallo, hier ist Jan. Wie geht's dir? Hallo. Wunderbar, Schatziger. Bin so ehrlich. Schön. Bläst du mir einen? Marki Mark an Axel, ich werde keine Anzeige erstatten, aber gut. Komm rüber, alles klar, jetzt gehen wir mal hin. Hier ist Marki Mark, wer ist der Nächste? Jetzt wieder arbeiten. Weißt du, was das erste Lied ist? Okay, we're gonna rock 'em. Yo, man! Now let me tell you this. Sick my duck. Wir sind zurück, wir sind da. Wir sind wieder 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 da. Wir
gefehlt, habt ihr heimlich geweint und die Tage gezählt. Ja, wir sind zurück und es riecht nach Benzin. Wir sind die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin. Mission in der schönsten Melodie. Die einen finden scheiße, die anderen werden stark. Genau wie jedes Jahr, wir sind wieder da. Ja. Ihr seid ja jetzt auch wieder, ihr habt ja gerade gesagt, dass ihr wieder Geld verdient und das erreicht habt. Gibt es noch andere Leute, Sachen, Dinge, die ihr sponsorieren wollt, außer den FC, außer den FC St. Pauli? Sagen wir so, beim FC St. Pauli ist das der einzige Verein, den wir sponsorieren. Die einzige Organisation, die wir sponsorieren. Ich liebe dieses Schönes Wort. Wort, ne? Sponsorieren, 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 sponsorieren. Alle anderen Sachen von wirklich bedürftigen Leuten oder so, hängen wir nicht unbedingt an die große Glocke. Nee, was auf Tour so eigentlich passiert, bevor man auf Tour fährt, da schmeißt man, sobald man den Tourbus betreten hat, sein Niveau erstmal fort. 20 Kilometer später die Moral und dann ist man auf Tour. Braucht ihr eine bestimmte Idee um die Reihenfolge während des Konzerts? Also, gibt es da oder gibt es so ein Konzeptalbum? Habt ihr das auch so eine Reihenfolge festgelegt? Das läuft bei uns komplett über TED. TED? Ja, das gibt so. Genau. Also wir haben 40 Telefonistinnen hinter der Bühne und dann gibt es halt eine Nummer, die wird am Anfang des Konzerts durchgesagt. Die Leute haben ja alle ein Funktelefon mittlerweile, die rufen dann halt da an und sagen so, als nächstes Lied würden wir gerne das und das hören und dann die Telefonistinnen werten das dann aus. Wir haben sowieso auch für die Ansagen so kleine Teleprompter auf der Bühne und weil sonst ist man verloren. Ich weiß ja nicht, in welcher Stadt wir hier sind. Also Nürnberg zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, dass es Nürnberg ist. Erinnert mich ein bisschen an Berlin, aber ist scheißegal. Hm. Und dann wurde halt gesagt, das nächste Lied ist jetzt, sagen wir mal Yesterday. Ja. Wir mal Yesterday. Genau. Aber wir sind ja mehr so eine Top-40-Band, also wir können ja nicht alle spielen. wie reagieren denn eure, trainieren denn eure Licht und Ton und Leute, trainieren die denn sowas vorher? Also ich meine, das sind ja eigentlich nur Dummies. Ach so, die sind gar nicht echt. Das ist alles gar nicht echt, weil das meiste sozusagen ist ja überhaupt Playback. Und das sind halt dann Lichtorgeln, die da angeschlossen sind. Kennst du ja vielleicht. Ja, da hat man früher auch 3-Kanal, wir haben jetzt eine 50-Kanal-Lichtorgel. Das machen wir alles selbst. Wir sind halt eine der wenigen Selfmade-Bands überhaupt in dieser Republik, in unserer Welt. Wir machen alles selbst. Also alles, was hier passiert, Security und Erste Hilfe, Leute, alles selbst. Nebeneffekt Fehler, es ist Gruppi. Oh ja. Und das führt dazu, dass das Nachtleben dann noch immer relativ trist ist bei uns. Echt. Ja. Aber ich meine, auf der nächsten Tour ist Rott dran. Wir haben immer so turnusmäßig und da folgt mich eigentlich schon drauf. Weil Rott hat schönen Arsch, kann man ja immer so sagen. Vielleicht kann die Kamera das mal einfangen. Schöner Arsch. Ja, schön. Genau. Macht ihr von euch, von dem Konzert ein Video? Video und guckt das hinterher an und um Sachen zu ändern oder ist das nicht notwendig, weil das ja alles sowieso spontan entsteht? Das ist reine Manöverkritik. Ach ja. Ja, weil Teleprompter lesen will ja auch gelernt sein, weil das sind schwarze Buchstaben auf schwarzem Grund. Und da ist halt auch mal ein Versprecher drin. Also ich glaube, ich habe mich beim 14. Konzert einmal versprochen, dann bin ich erstmal aus der Band geflogen, habe mich wieder eingeklagt. Und so, da musste die Tour kurz unterbrochen werden und dafür wird jetzt, also auch die Interviews werden halt hinterher nochmal schön durchgegangen. Fehler filmt übrigens gerade. Ah ja, wusste ich. Und schon bin ich wieder hier. Und schon ist er wieder da, das geht ganz fix, ganz fix. Wer darf euch denn nach dem Konzert als erster kritisieren? Kritisieren. Ich. Macht er ja logischerweise auch selber. Ja. Ich schau dir schon lange zu, Baby, du. Bist der beste Anblick, der sich mir heut bot. Ich seh rot, sagst du nein, dann geh ich tot. Glaub an mir, das ist dein Trick. Der berühmte erste Blick. Jedes Wort auf deinem Mund klingt so ungeschickt. Glaub mir, du böse Sau. Und ich dachte, was du jetzt brauchst. In meinem Herzen steht dein. Verrückt, bitte geh mit mir, geh mit mir. Ich weiß genau, dass du mein Baby bist, so wie es in meiner Hand zu leben war. Will, dass du auf die Stimme in dir hörst.
was du jetzt noch hast. In meinem Herzen steht dein Name an der Tür und die Bombe entfällt sich. Baby, du machst mich verrückt. Bitte geh mit mir. Geh mit mir. Ich schau dir noch lange nach, Baby, ach, dieser Traum verschwand so schnell, wie er begann. Irgendwann hab ich den Mut und sprech dich an. Scooby, Scooby, wow, wow. Hey, jetzt kommt's, jetzt kommt's! Schreib mal drauf, ey, lass die wenigstens für das Lied mal hier vorne gucken. Wenn du das verpasst hast. Ja, ja, irgendwas hat den Namen verpasst. Weil du echt groß auf die Matchname für Christian. Ja, ist das gut. Ich komm. Und ein kleines Produkt aus Andis Tanzchoreografie-Schule. Zum fidelen Totschläger haben wir heute Abend live hier. Es sind seine Starschüler Ronny Rotzen, Bela Wilsen und Fabian Tausen. Zusammen bilden sie der Star Berlin. Was ist ein Ärztekonzert ohne Disco-Tanzen? Disco, ah. Disco, Disco. Ja, das war ganz schön gemeint, aber erstmal müsst ihr MC Rock anfeuern. Okay. Ich bin der Master-DJ. An dieser Stelle, heute Abend zum ersten Mal legt ihr auf im Tor 3 in Düsseldorf MC Rodrigo. Hey, okay. Seid ihr gut drauf heute Abend? Ich weiß, dass einer der Leute gestern bei Instagram war. Okay, wir tanzen jetzt für den Frieden. Und dazu nehmen wir jetzt alle mal die Hände nach. Oben, who is that? Okay, wir tanzen. Get into the groove, boy. You got to prove your love to me. Oh. Yeah. One, two. One, two, three, four, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Straight a pose, straight a pose. Alle Farin, alles klar. One, two, one, two. Hallo.
hallo Bela. Hallo, alles klar? Ja. Ist mal wieder freitags, es ist wieder diese Bar. Ich sage neulich. Neulich. Neulich, na was? Es ist gar nicht lange her. Da traf ich eine sehr schöne Dame und ich ging zu ihr hin und sagte, was ist mein Name? Du hast wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Augen. Und einen wunderschönen Mund. Und sie sagte zu mir. Und sie sagte zu mir. Und sie sagte. Und sie sagte. Und sie sagte zu mir. Respekt! Yo, motherfucker! Yo, motherfucker! Sie sagt. Hey, Moment, das kann ich so nicht akzeptieren. Lass uns drüber diskutieren, du brauchst dich gar nicht zu genieren. Es und mir mal zu probieren, keine Angst. Ich will dir nicht verführen, aber kannst du nicht kapieren. Wenn eine Frau von dir hat, das geht mehr an die dir. Willst du mich noch provozieren oder hast du Stahlhöhen? Bist du taub, bist du blind? Jetzt hör mal auf, dich so zu ziehen. Trink doch ein, zwei Bier und komm mit zu mir. Und da werde ich dich massieren und dann machen wir es liegen und dann machen wir es stehen. Schnuppe Stunde von der Lampe und danach auf allen vier. Du musst sehen, das wird schön. Also komm, wir gehen, okay? Oh, hey! Oh, Vickly K! Ich bin Sanchez! Ba 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 ba. Verstanden? Dann singt ihr ihn und wir spielen die Musik. Okay. Ich nicht Sanji! Das ist nicht schlecht. Respekt! Und jetzt Respekt, tanzen und singen ohne uns. Okay. Kriegt ihr das hin? Ja, ich trau's euch auch zu. Okay. Ich nie. Ich nie. Ich nie, Sanji! Nicht so schlecht. Super. Sollen wir das jetzt nochmal alle zusammen machen? Ja? Gebt mir ein J. Gebt mir ein A. Was heißt das? Eine Welt, in der ich aus Toiletten trinken kann, ohne dass Farin 100 mich später dafür maßregelt. Eine Welt, in der ich Ausschlag kriegen kann, ohne aus einer Toilette zu trinken. Eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte endlich wieder aus Rodrigo trinken können, ohne Ausschlag zu kriegen. Eine Welt, in der ich endlich eine Toilette kaufen gehen kann, die Farin Urlaub noch nicht hat. Wir sind vom Thema abgekommen. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, auf der vorher Cindy Crawford gesessen hat. Yes! Ich möchte eine Welt, in der Bela B. und Farin Urlaub endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt ohne Gravitation.
Da sehen Frauen besser aus. Eine Welt, in der man um Physik- und Chemie-Leistungskurs nicht herumkommt. Ich möchte einen Anfeld, in der das Essen der AGF endlich wieder schmeckt. Ich möchte eine Welt. Ich möchte eine Welt. Ja. Seit wann willst du denn eine Welt, Farin? Na, ich möchte eine Welt, in der... Ach, Farin! Ich bin eine Welt. Ich bin zwei Öltanks. Welt, Popelt. So ein Scheiß hier. Hey! Ich möchte eine Welt. Ich möchte eine Welt. Ja! Ich möchte eine Welt. Eine Welt ohne widerlich stinkende Faschisten. Neonazis und ähnliches gesonnen. Ich sehe schon, wir wollen dieselbe Welt. Heute Abend überhaupt keine Nazis reinzulassen. Ich denke also, dass keine hier sind. Sollte sich aus irgendwelchen bescheuerten Gründen ein Nazi hierher verirrt haben, bitte ich ihn ganz, ganz herzlich, sich hier vorne bei unserem lieben Andreas vorzustellen. Falls Sie ihn da hinten nicht sehen können, das ist Andreas, er kennt ihn dann schon. Er wird sich dann um die Formalitäten kümmern. Und ich sag, what the baby! Immer alles perfekt läuft. Bei unseren Gigs läuft eigentlich immer alles genau so wie geplant. Also wir haben minutiöse Abläufe, jedes Konzert wird extra eingeprobt und wer es glaubt, wird selig. Ja klar, wir planen ja auch jeden Gig jahrelang vorher. Also wir haben für diese Tour schon 1958 schon mal geübt, für diese Tour, für diese Ansagen. Also das sitzt alles wie eine Eins. Ja, also das ist alles, also jeder Ausrutscher, jeder Versprecher ist von Anfang an so geplant. Ich hatte damals, als ich zur Schule ging, die Möglichkeit, das Abitur zu machen und halt tatsächlich mein Gehirn
und auch meinen Sprachschatz zu schulen und habe das dann zugunsten der Ärzte habe ich darauf verzichtet und so kommt es halt öfter mal zu diesen Stottern und Versprechen, was mich halt so allgemein so beliebt macht bei den Ärzten. Wie das ist halt Chaos auf der Bühne, also hat Rott auch mal eine schöne Sache. Drei Leute haben Spaß, gibt viel Anarchie und was hinterher rauskommt, könnte man auf einem Tourvideo sehen, wenn wir eins machen würden, aber wir machen ja keins. Folgt mir eine Welt voller Mysterien. 1, 2, 3, 4! Eine Welt voller Ichs, voller Belas. Folgt mir in meine Welt. Ihr seid gerade Zeugen geworden von spontanem Tod durch Lachanfall. Bei dem du vorhin im Lied fang ich mal an. Hey, du bleibst stehen. Ich weiß, wo du bist. Du fängst an. Das ist doch der Wähler. Nie um einen Scherz verlegen. Komm mal her, du. Never, never. Na komm, wir treffen uns auf halbem Wege. Okay, okay. Verbindet euch eigentlich mit eurer Crew? Der Scheck, den wir ihnen zahlen. Geld. Im Laufe einer Tour, wenn man doch dann schon ein bisschen vereinsamt und so, dann hat man gern mal was zum Kuscheln. Und wir haben in unserer Crew tatsächlich so ziemlich alles da. Wir haben große, kleine, dicke, dünne, vollbärtige, kahle, riechende, nicht riechende, sich rasierende, sich nicht rasierende,
Eigentlich haben wir in unserer Crew inzwischen sogar eine Frau dabei. Das verbindet uns sehr viel mit unserem Crew. Nee, natürlich zum Teil ganz viel. Also jetzt auf der Tour, in Klammern eine Frage der Ehre, sind einige Leute zum ersten Mal dabei. Da verbindet man natürlich noch nicht so viel damit. Obwohl da auch richtig superklasse Typen bei sind. Und sie werden hoffentlich auch nächstes Mal noch dabei sein. Ansonsten gibt es halt Leute, die jetzt Hammer zum Beispiel, der Tracker, Louis der Lichtmann, die seit 7, 8, 9 Jahren irgendwie mit uns zusammen unterwegs sind. Und da ist dann schon irgendwie ein ganz gutes Verhältnis, ziemlich intim. Und dann gibt es Leute, die werden wahrscheinlich, solange die Ärzte gibt, dabei sein. Aber das ist schon ganz lustig. Dieser Mann ist im Showbusiness kein unbeschriebenes Blatt mehr, das wissen wir. Er hat schon einige Konzerte hinter sich gebracht. Ladies and Gentlemen, freut sich mit mir auf Jürgen! Das ist Andy! Das ist Wolfgang the Torch. Wolfgang the Torch. Inside Show. Und da kommt die Managerin. Und damit Sie sich überzeugen können, dass es sich wirklich um eine Managerin handelt, zeigen wir hier den Beweis. Nix, gar nix, leer. Wo ist der Jörg? Ich bin der Jörg. Gut. Darf mitfahren und mach Essen manchmal. Und macht dir das Spaß? Das macht mir großen Spaß, ja. Ja, magst du die Ärzte denn gern? Das ist meine Lieblingswelt. Ja? Ja. Hey Chris, what makes you love Germany so much? Which kind of drink? I work for the best band in the world. Ist Olaf? Er war bis eben noch Koch bei uns. Jetzt ist er... Ich stelle das mal symbolisch nach. Das ist Wolfgang, er war bis eben noch 5 Minuten von uns, jetzt ist der was anderes. So, jetzt haben wir noch den Erik. Ah, okay, und dann haben wir hier noch den Jensi. Ah, gut, ich höre dann jetzt auf. Donnerstag, der 4. November 1993. Das ist Axel. Und ich bin doof. Ole nach dem Gig total fertig. Geil. Geil. Andy. naja. Oh shit. Andy nach dem Gig. Super. Ich kann mir vorstellen, Jörg, ein happy people, ein happy cop. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt ist es zu spät. Mach der erste Streit. Was fangt ihr heute an? Wie oft soll ich das noch fragen? Sag doch mal, ich hab keine Lust mehr. Ich kann doch nach Hause gehen. Was war denn dein schönstes Erlebnis mit dem Bela? Als ich ihm mal die Hand geben durfte. Und spätestens in 20 Minuten wird das Zeug im Salat wirken. This sums the whole tour up. Sex und Drugs und Rock'n'Roll ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. No sex, never. No drugs. No alcohol. 5 Tage Hamburg, das heißt also 5 Tage Abenteuer, 5 Tage abends Highlife in Dosen.
Sag Jensi, dein Kommentar zur Tour. Später. Da kommt jetzt noch nicht. Es war eine schöne Zeit. Wir haben viel Spaß gehabt. Schokolade ist ja auch. Es gibt ja Untersuchungen drüber, wonach Schokolade ja auch ein Liebesersatz ist. Für übermäßigen Liebesentzug ist man dann halt Schokolade. Und wenn ich jetzt also meine Zeit der letzten 4 Monate, Tourmonate rückblickend betrachte, habe ich sehr viel Schokolade gegessen. Und mir ist es bekommen. Schwul sein kann so einen Spaß machen. Außerdem kann es jeder. Die Ansagen zwischen euren, in eurer Show, zwischen den Stücken, wie lange probt ihr eigentlich pro Ansage? Wir proben sehr lange für die Ansagen, länger eigentlich als wir für die Stücke proben, weil wir bei jedem Konzert andere Ansagen machen. Das heißt, wir müssen bei einer Tournee, im Moment befinden wir uns auf einer Tournee mit 35 Gigs, das heißt, wir müssen 35 verschiedene Sets mit verschiedenen Ansagen einproben, weil jedes Konzert soll ja so rüberkommen, als wäre es völlig spontan. Und das dauert natürlich sehr, sehr, sehr lange. Das ist auch tatsächlich was, was wirklich nur Profis wie die Ärzte machen können. 2 Minuten. Nee, also es gibt eine Ansage. Es gibt 2 Ansagen, die sind auf jedem Konzert. Wir sind die Ärzte aus Berlin, demnächst Berlin-Brandenburg. Und dann hat Rott noch so eine kleine 2000-Mädchen-Ansage, die man vielleicht, also die ist jeden Abend anders. Vielleicht kann man jetzt mal 40 davon hintereinander vorstellen. Würde ich echt super geil finden. Ja, ansonsten ist alles so, wie wir gerade Lust haben. Kommen wir nun zu einem echten Klassiker. Der Ort hat jetzt 1,5 Jahre lang die Schauspielschule besucht, hat Sprechunterricht genommen und wird euch jetzt mit einer absolut spontanen Ansage beglücken, bei der man aber auch, Vorsicht, Vorsicht, ein bisschen überlegen muss. Wie viel sind... Ich hab's, glaube ich, noch nicht richtig gehört. Wie viel? Okay, ihr habt Spektrum gewonnen. Wie heißt das nun folgende Stück? Jetzt habe ich kein Spektrum mehr. Wie viel sind 2000 Mädchen? 2000 Mädchen! 2000 Mädchen! Hast
die Antwort auf die Frage, die Robert jetzt stellen wird. Liebes Publikum, wie viel sind 2000 Mal Mädchen? Wie viel sind 2000 Mädchen? Oh, ich rief doch nicht. Wie viel? Ja. Ich glaube, ihr habt recht, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte. 2000, 2000 mehr, 2000 Mädchen. Es wird euch vielleicht überraschen, ihn zu hören, dass wir jetzt ein Lied spielen mit dem Titel 2000 Mädchen. Fahr in Urlaub, bitte nach der Oberwelt, da warten 2000 Mädchen auf Sie. Also, wie viele sind 3000 plus 3000 Mädchen? Was ist die große Kraft? 4 Millionen Mädchen? Wie lautet die nun kommende Ansage für das nun folgende Stück? Ich glaube 2000 Mädchen, oder? Wie heißt das nächste Stück? 2000 Mädchen! Wie viel sind 1000 plus 1000 mal Mädchen? Okay, Rott hat mir vorhin gesagt, er hat keinen Bock mehr, das nächste Lied anzusagen. Und der deswegen Farin wird der Baylor das jetzt machen. Der Baylor! Applaus für die nächste Ansage. Einmal schon vorweg, bitte. Okay. Die Antwort auf meine nun zu stellende Frage lautet 2000 Mädchen. Ich frage... Enchanté. Ruf dich an, so oft ich kann. Flüster in dein Ohr. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kenn nur deine Stimme. Den Rest stell ich mir vor. Viel zu viele Mädchen schlafen heute bei Farin ein. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. 2000. 2000 Mädchen. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000. 2000. Manchmal ist ein Papi dran. Oh, 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 oh. Sag, du müsstest früh aufstehen und du liegst schon im Bett. Oh, 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 oh. Theater. Oh, 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 oh. Ich träume, dass du bei mir bist. Ich stell mir vor, wie du ihn küsst. Ganz genauso, wie es auf meiner Video Kassette ist. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. Welche Stellung haben eigentlich die Leute bei euch in der Band so? Wer macht was? Gibt es da bestimmte Regeln und so? Also bei uns in der Band sind die Aufgaben ganz gut verteilt. Bela und Rott sind gerade nicht da, sind natürlich auch die Unwichtigsten in der Band. Ich mache eigentlich alles. Ich nehme die Platten alleine auf, ich schreibe die Lieder alleine. Scheiß auf mich, kommen sie jetzt nicht. Also die Hauptmitglied ist Rott und dann kommen so zwei Komparsen, das sind dann Farin und Bela. Ich bin eindeutig der Boss der Band. Was ich sage, ist Gesetz, außer wenn mir Rott und Jan widersprechen. Nee, das ist tatsächlich
Es ist ganz gut verteilt bei uns. Also jeder macht das, wozu er Lust hat. Und glücklicherweise haben alle immer zu dem Lust, was gerade getan werden muss. Bestimmt. Also Mibela entwirft dann T-Shirts oder Plattencover. Oder ich. Oder Rott. Und dann schreiben wir zusammen Lieder. Und was ganz gut ist an Rott, ist, dass er uns gut vermitteln kann zwischen Felser, also Bela, der jetzt eigentlich hier sitzen müsste, und mir. So, der ist dann immer so ein bisschen der Fels in der Brandung, wenn wir uns gerade wieder anzanken oder irgendwelche Probleme haben. Und das funktioniert sehr gut. Nee, also tatsächlich, diese Band ist völlig, völlig gleichberechtigt. Außer Jan und Rott. Die müssen tun, was ich sage. I'm gonna burst you. Ist gut, dass ich dich treff. Klar seh ich, dass du größer bist. Das gibt ein großes Grab. Und wenn du erstmal vor mir liegst, spuck ich auf dich herab. Jetzt nimm diese Hände und nimm die Axt da. Ich stemm dich 10 bis 10 und mach ich meine Augen neu. Und ich dich im Schein seh. Hey, 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 hey. Sag hu, 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 hu. Sag hey, 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 hey. Ich brauche trinken. Ich glaube, du musst dich auch ausziehen, Rott. Du bist auch ein bisschen angezogen. Wir stellen jetzt billige Pornos nach. Das ist so heiß. Es ist sehr heiß. Oh, die teuren Knöpfe, die guten teuren Knöpfe. Oh. Ja, es ist Schulter. Ja. Ihr Drecksack. Nein. Er will es. In Wirklichkeit will er es. Er ist heiß. Ich weiß nicht. Nein. Ja. Ihr Drecksack. Ja. Stopp! Oh, schön war's doch. Oh, da ist ja mein Liebling wieder. 9600 Lumen. Das ist ja so ein bisschen der Winner hier. Oh, oh, 10.800 Kubikzentimeter, Alter. Ich bin ein Loser. Haben alle einen Punch. Okay, Rolf. Wenn wir den haben. Okay, 11.000 Kilo. 35 Kilo. Das ist so ein Catcar. Sex, Fett, Bär, Beschränkung, was soll denn die davon? Das war ein cooler Tag, lass mich nicht dazu kommen.
klar. Und genau du kennst dich, Baby, immer Feuer, ja. Gegen mich bin Spanisch, ich liebe über. Du! Ich glaub, bist du für dich. Du bist ein bisschen schlecht, Baby, du! Ich glaub, bist du für dich. Wenn ich auf dich fasse, suche ich wie all die anderen, gegen mich verlasse. Es war ein Rechtsspiel, hey Baby, echt gut. Warum war nicht der Mann von der Frau, wenn ich verlasse? Wir haben auch ein kleines Video gedreht, allerdings klitzekleines. Ein ganz, ganz, ganz kleines. Es hat, gekostet 4,5 Millionen Dollar oder so. Ich hoffe, es wird euch viel Spaß bereiten. In Wirklichkeit sind wir Bonzen aus einer fremden Galaxie. Kampfsternärzte dockt an. Seitdem ich dich kenne, hab ich ein Problem. Du gehst mir auf die Nerven, Alter. Und zwar extrem, du sagst, du lebst zum Wohl des Volkes. Und so wie du. Why somebody becomes a pop star. Ich verspreche Ihnen, Mineralölsteuer wird erhöht. Sie müssen für Zigaretten in Zukunft viel mehr bezahlen. Das garantiere ich. Mein Ehrenwort. Ich verspreche blau vom Himmel für alle hier. Ich verspreche mich. Ich bin, das bin ich, die Arbeiter- und Wohlfahrtsklasse. Ich bin ich.
Bin schön. Ich würde dich gerne abwehren, es lässt mir keine Ruhe. Doch dann kommt einfach nur der Nächste, der genauso ist wie du. Ich persönlich kann ihm aus eigener Erfahrung nur raten, Drogenhändler zu werden. Wie sicher ist er billig. Das haben sie von unseren Stellen bezahlt, so ein Schrott. Wir haben nachts um 9 in einer dicht besiedelten Gegend eine am 1. Mai eine angemeldete Demonstration gemacht gegen nächtliche Ruhestörung. Mit so Rasseln und so. Und jeder hat ein Megafon und hat mal Ruhe, Ruhe, Ruhe gebrüllt. Haben die echt gemacht? Angemeldete Demonstration. Das ist geil. Meine Partei. Ja. Verspreche Ihnen. Diese Zigarette haben Sie jetzt erhalten. Warum kriegen unsere Models auch nur Pommes und Currywurst zum Essen? Mmh. Herrlich. Woher González, wie mundet das? Ich habe sehr scharf bestellt und ich habe nicht scharf gekriegt. Begeisterungsstürme brechen in seinem Gesicht aus. Terror. Der Quark, das ist eine weiße Substanz. Ich komme vom Planet Verwaltungsgericht. Ein ziemlich unbekannter Planet im Sternzeichen des Juristen. Ich habe gehört, dass Heike Markatsch auf feuchten Männern steht. Heike, Entschuldigung. Ich fahre in Urlaub, ist irgendwie ein alberner Name. Unter dem Namen will ich nicht mehr Musik machen. Und in Zukunft werde ich nur noch unter dem Begriff Semikolon Gitarre spielen. So macht man das beim Film, habe ich gesehen. Ach, ich muss doch sehr bitten. Das ist doch keine Art, miteinander umzugehen, mein Herr. Nein. Meine Weste ist weiß. Und wenn ich Ihnen eins sagen darf, so läuft das bei uns in Bonn nicht. Habe ich jetzt ficken gesagt? Das ist mir unangenehm. Ach, ich höre gerade aus dem Off. Ich höre gerade aus dem Off, es war Bumsen. Genau das habe ich gesagt. Nur. Ich halte es für gefährlich, wenn man mit dieser Gesellschaft nicht versteht, umzugehen. Und da kannst du euch hier wenig gewinnen. Die Projektierung war. Was ist für dir, Klammer auf? Er sagt, er deutet das schon an. Mein zukünftiger Name ist Klammer auf. Vote! Sleep. I go and vote. Sleep. I vote for Rod. He's got my Stimme. Der Mann, der früher mal Bela B. hieß und die Mädchenherzen höher schlagen ließ, heißt jetzt nicht mehr Bela B. Die Mädchenherzen nach wie vor alle Topski, aber er heißt jetzt Ausrufezeichen. Oder auch Exclamation Symbol. Schlechtes Wetter. Sind auch nicht gut für die Linse. Nicht gut. Ich bin auch ganz schön nass. Also dieses Wetter, das ist doch ein linkes Wetter. Verdammte Zecken. Remember. We love you. Ständig wiederholen. Heike, wenn du mich so siehst, das ist, ich sehe nicht immer so aus. Echt nicht. Auch nicht zu Hause. Hey! Hey! Wir sind die Ärzte. Haben wir aus dem Altenasyl Ausgang bekommen, um heute Abend hier in Heilbronn zu spielen. Wenn nicht einer von uns heute Abend an Flugalzheimer stirbt, werden wir das Konzert in 3 Stunden hinter uns gebracht haben. Wollt ihr noch ein Lied hören? Soll es ein Lied von Rodrigo sein? Soll es ein Lied von Farid sein? Soll es ein Lied von mir sein? Okay, überredet. Es ist ein sehr schönes Lied. Ein Lied aus dem Reich des Science Fiction. Der liebe Onkel Pena erzählt euch jetzt was über Sex. Nach dem Motto, gibst du mir deinen Saft, dann gebe ich dir mein. Das ist für mich wie beim Rotwein, je älter, desto besser. Du meinst, gibst du mir deine Bröckchen? Okay. Ein Lied über Sex.
ist schon 6 Uhr. Sie hat geschrien heute Nacht und so. Wie am Start. Das war die ganze Zeit, konnte es nicht mehr hören, blöd singen. So manch einer von euch weiß nicht, wo ist meine Oma heute Nacht? Ist sie vielleicht bei den Ärzten Backstage? Und wurde hart rangenommen von Bela! Alles ist möglich. Bist du fertig, Wurstgesicht? Ja, wir haben uns auf Tour auch so manchen Abend schon gegeben. Sehr beliebter Kosename innerhalb der Band ist Wursti, Furzi und Fotzi. So sind wir. Kiss! Ich hab mich den Bund in seinem Heim für anderthalb Jahr. Oh, oh, oh. Alles lief voll nach Plan und alles. Wie hätte ich mich beklagt? Endlich wurden all meine Träume wahr. Oh, oh, oh. Habt ihr verstanden? Das ist gegen Plastikmenschen! Gegen Plastikmenschen, die in Bars rumstehen, in der Form von schönen jungen Damen. Ich stelle mich neben sie und quatsche sie 2 Stunden lang voll. Dann merke ich auch, scheiße, made in Taiwan. Wie gestern passiert! Wir haben gestern ein kleines Experiment gemacht. Also Bela war der Freiwillige. Wie viel Alkohol passt in einen Menschen? Die Lösung war ein Haufen. Genaue Anzahl. Übrigens, wenn ihr an unserem T-Shirt-Stand vorbeikommt, der Erik, das ist der Schwarzhaarige von den beiden, der hat dieses Experiment auch mitgemacht. Und danach hatten wir ein neues Experiment, wie viel Kotze passt in einen Menschen. Wie viel Kotze passt in einen Menschen. Und ich muss euch sagen, Tonnen, 4 Haufen. Und wenn jemand von euch den vielleicht mit dem Gedanken spielt, ein T-Shirt zu kaufen heute Abend, dann redet schön laut, weil er hat Kopfschmerzen. Yes. Also ich bitte euch, Bestellung nur schreiend aufzugeben. Ach, auch für Kopfnüsse ist er jederzeit zu haben. So. Ihr erkennt ihn sofort, das ist der, der so riecht, als wenn man Rasierwasser mit Kotze gemischt hätte. Also. Erik, nichts für ungut, wir mögen dich trotzdem. Erik, wir sind Freunde, oder? Ich kenne ihn nicht, ich habe das nicht gesagt. Aber auch Schunderman hat seine Achillesferse, er ist kitzlig. Also Erik, sieh dich vor. Ein Lied über ihn und ein Lied über, dass wir jetzt alle nach Berlin gehen. Kleiner Tipp, wenn ihr nachher T-Shirts kauft, der große von den beiden T-Shirt-Verkäufern ist unser lieber Herr Erik Schunder. Er hört auch auf das Wort Schnutzelchen. Oder das mag er besonders gern. Oder ach, er steht ja schon wieder. Jetzt kommt endlich das Lied, weil das zumindest Erik schon den ganzen Abend wartet. Der sogenannte Schunder-Song. Ist nur einmal, wenn die Kamera weg. Und das geht richtig Asche.
erste und das letzte Mal. Okay, ich zähle jetzt bis 728 und dann ist die Kamera weg. Oder es gibt so einen Gong. Am Schlagzeug! Left Eye! Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Meine Freunde haben applaudiert, sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, doch jetzt ist das Maß voll. Gewalt und Zeug gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Oder hast du da auch wie so oft einfach nicht genau zugehört? Ich schlag nur noch auf dich ein. Immer mitten in die Fresse rein. Scherpa! Immer mitten in die Fresse rein. Ich bin stark und ich bin kein Held, doch was zu viel ist, ist zu viel. Für deine Aggressionen war ich immer das Ventil. Okay, gestern hat das nicht so geklappt, was wir jetzt vorhaben. Es ist ein massensuggestives Experiment. Ich möchte euch bitten, ich stelle euch eine Frage und ich möchte euch bitten, auf diese Frage mit selbstverständlich zu antworten. Kriegt ihr das hin? Also vielleicht sollten wir das mal proben. Ich sage jetzt irgendwas und ihr sagt danach selbstverständlich. Findet ihr Hamburg schön? Okay. Jetzt in echt, mit euch da oben, ja? Wollt ihr die Wahrheit hören? Überlistet. Neulich habe ich den Bädermann in seinem Schweizer Schließfach besucht. Und als wir also zwischen den Gold- und Platin waren, spazieren ging, meinst du, dass die Leute in Hilzen wissen, wie es eigentlich um uns steht? Und ich sagte, also nahm ich mein mobiles Telefon und rief den Ort erstmal an auf seiner Yacht. Und wir haben beschlossen, euch heute Abend die Wahrheit zu verkünden. Seht ihr das Bier? Seht ihr dieses Bier? Das habt ihr bezahlt. Schaut euch diesen Gitarristen gut an. Ihr habt ihn bezahlt! Gestern noch beim AC Milan, heute links außen bei den Ärzten! Es ist ja so, dass die Eintrittspreise bei den Ärzten doch recht hoch sind. Ich weiß, es sind 25 von 65 Mark oder so. Der Rott und ich kriegen jeweils nur eine Mark. Und auch noch jedes zweite Konzert oder jedes dritte Konzert, je nachdem, wer gerade Lust hat, den Rest schreibt Fabi Müller! Ja. Tja, und ich lade euch einfach alle mal nachher zu mir nach Hause ein. Machen wir eine gute Party. Bela und Rott kommen lieber nicht. Und eure Freunde könnt ihr auch zu Hause lassen. Ich richte mich jetzt natürlich nur an die anwesenden Damen. Es wird eine schöne Party, der Erik wird alles filmen. Wollt ihr die Wahrheit hören? Na also. So. Was der Fahrrad mit der Wahrheit meint, ist eine in ungefähr detaillierte Aufstellung unserer Vermögensverhältnisse. Nicht, Fahrrad? Dann machen wir uns nichts vor. Schöne Turnschuhe hast du übrigens, Bela. Seht ihr diese Schuhe? Könnt ihr diese Schuhe sehen? Die habt ihr bezahlt. Okay. Dieses Video, meine Damen und Herren, ist ein einzigartiges Dokument. Es zeigt, was die Ärzte mit der ganzen Kohle machen. Das ist
Also ich möchte jetzt mal ein Gerücht widerlegen. Hier, kann ich mal, Kamera? Stinkt nicht. Money stinks, hey. I don't want it. Hey, what's your worth, man? Switzerland, you know? Home of our bank. Accounts. So, hier dein Taschengeld für heute. Okay. Wie findest du überhaupt die Ärztekonzerte? Scheiße. Warum? Weil dann kann ich spielen, kann ich singen. Die ganze Anlage ist scheiße. Aber ich habe dich schon öfter bei Konzerten gesehen. Warum kommst du immer wieder? Weil du bezahlst so viel Geld. Smash the system. Smash the system. Old chap, so that's a right thing. Warum zahlt die Band für dich? Weil ich bin cool. Also wenn das meine Mutter sieht, kriegt kein Taschengeld mehr. Falls Sie sich jemals gefragt haben, wie Geldkassetten bei den Ärzten aussehen. So, hier steht's nämlich. 7 Stück. Stück ist die Mengeneinheit für Millionen. Hey, kannst du mal filmen, wie ich aus dem Auto raussteige? Nee, lass stecken. Und kannst du noch mal filmen? Und zwar, gestern war da dieses Bizarre-Festival. Wer war wohl der Headliner? Ist das fies? Wir sind hier auf dem, auf meinem Privatflughafen. Das gehört alles mir. Generalaviation ist Englisch für Generalaviation. Generalaviation für Französisch. Das ist der Beweis. Das ist ein Flugzeug hier. Der berühmten Gwen Airlines. Gwen Airlines. Ja. Hier ist aus getrockneter Aula hier. Sollte es sich als Fehler herausstellen, dass wir Andi mit an Bord genommen haben? Versicherung wird später. Der muss weit vorne sitzen. Der muss ziemlich vor, ja. Links auf der linken Seite drehen sie schon, auf der rechten Seite nicht, fliegen wir also etwas schräg heute. Aber das ist kein Problem, wir haben das alles voll im Griff. Wenn ich nur wüsste, wie es anfängt. Ist egal, Hauptsache, wir haben wieder 5 Minuten geschunken.
Scheiße, komm mal, kein Refrain. Scheiße. Hey, die beste Band der Welt, bei der Arbeit. Hey, hey, Lyrics never mean anything to me. Hey, Jan. I'm not crazy. Jan, wie alt ist der Song? 2 Tage. 9 Jahre, oder? Ja, ey, eben 9 Jahre, mein Gott. Wer wird sich denn daran noch erinnern? Okay, also es war meine Schuld, ich nehme die Schuld auf mich. Scheiße. Nochmal von vorne, weil du es bist. Muss ich nachher mit Rott duschen? Hey, Bremen. Eigentlich wisst ihr ja, wie der Song geht. Müssen wir ihn wirklich nochmal spielen? Ja. Moment. Befehl ist Befehl, oder? Wenn wir ihn nochmal spielen, dann spielen wir aber die, du weißt schon, welche Version. Nee. Wenn ich verkacke, dann musst du doch nicht auch noch verkacken. Dann bin ich jetzt eigentlich dran, das nächste Mal. Hey, ich geb's zu, wir haben das Lied einfach echt zu oft gespielt. Komm, ich spiele jetzt ein anderes Lied. Wir können's nicht mehr, es geht nicht, ist raus, die Luft ist raus. Pass auf, lass die letzte Strophe spielen, letzter Refrain und dann hören wir auf, okay? Ich spiele einfach dreimal den Refrain. Pass auf, Bela, wir spielen ab. Ein Gesicht, Gedicht. Ach, scheiße, nicht mal das kann ich. Scheiße. Pass auf, wir spielen jetzt ab da, wo wir eben beide verkackt haben. Zweite Strophe. Zweite der Text Strophe. Ist irgendwie... Bremen, are you ready for the zweite Strophe? Wie geht das nochmal? Okay, wenn ihr die zweite Strophe... Manchmal schließe ich die Augen. Hey, Achtung, ihr dürft nicht vergessen. Manchmal schließe ich die Augen. Alzheimer Herz. Hatten wir doch gerade. Manchmal schließe ich die Augen. Nee, das war anders. Ich meine, viele von euch haben das Wort Alzheimer schon mal gehört. Aber hier könnt ihr es live erleben. Für, ich weiß nicht, was hat das andere gekostet? 50 Mark? Das ist doch billig! Der Vorteil an Alzheimer ist, man lernt ständig neue Leute kennen. Ey, wer bist du denn? Du siehst geil aus. Fahrzeug über Feuer. Das haben sie mir vom Geschlechtsverkehr auch versprochen. Und? Okay, ich leg jetzt mal vor und ihr hängt euch rein, sobald ihr es erkennt. Okay. Ey, wir sind Profis, das schaffen wir schon. Ey, das machen wir klar. Die seine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wieder? Achtung! Manchmal schließe ich die Augen. Stell mir vor, ich sitze am Meer. Dann denk ich an diese Insel. Ich will zurück nach Westen.
nicht kenne. Aber ich hab Problem. Du gehst mir auf die Nerven, Baby. Und zeigst mir, wie du redest. Ohne Punkt und Komma. Und um die Uhr. Du holst auf mich mal Luft dabei. Wie machst du das nur? Gib mir bitte eine Chance. Ich steh Sanchi, seitdem hab ich ein Problem. Du gehst mir auf die Nerven, Baby. Und zwei Drehungen, du redest ohne Punkt und Komma. Und rund um die Uhr. Mal ahnen. Revolution, weniger wollten wir nicht. Das ist noch nicht so lange her. Doch heute kennst du mich nicht mehr. Wir haben geträumt von einer besseren Welt. Wir haben sie uns so einfach vorgestellt. Wir haben geträumt. Ja. Ich wünschte 1, 2, 3, 4, seitdem ich dich kenne. Hallo wieder!
so. Das ist eklig. Halt. Die erste Tonne für mich, die war so eklig. Die hat so mit den Augen gebrannt, so war Pfeffer drin oder Schäfer irgendwann. Ich bin so echt. Aber in letzter Sekunde noch geil. Ich krieg diese Handschuhe sauber. Man sollte die einfach wegschmeißen. Ja. Da brauchen wir erstmal eine Schaufel. Siehst du es nicht gehabt, hau ab, ey. Ja! Ja! Yes! Yes! The torture. Hey, noch 55 Minuten. Hey, Rott! Hey, Jungs, noch 55 Minuten. Jetzt nicht nur der Torte, weil jetzt reicht's. Ey, guck mal, also, ich verkaufe auf alle Wände. Können wir auch mal waschen, ja, das geht gar nicht mehr. Drei Stück hat er noch eben gekriegt. Drei. Die, Knappen ausgerenkt oder wie? Ja, ganz schlimm. Echt jetzt? Beim Torte schmeißen. Das ist in Rechnung, die haben eh Geld, die Sau. Jetzt alles schön mal renovieren hier, neues Dach und. Neue Autogramme, lass uns mal ein paar Künstler anreisen aus. Keine Gläser, ne? Verrückte mit den kurzen blonden Haaren aus der 10. Halle. Großartig schön. Echt? Geil. Ich hab Bela angefasst, von jedem zwei Gramme und hab von jedem einen Kuss auf die Backe gekriegt. Ich hab echt gedacht, ich seh durch. So viele geile Sachen auf dem Mann. Die sind einfach super. Was? Die besten der Welt. Das ist Louis und der hat Geburtstag. Und das ist kein Blut, das ist Lebensmittelfarbe. Nein, das ist doch Blut. Echt? Ja. Oh. War das Nasenbluten? Ja. Oh, sag mal, Martin, wie hast du denn zugesendet? Normal. Das ist aber nicht nur Blut, könnte Blut sein. Nee. Das ist kein Blut. Ist auch kein Blut. Ja! Schade, schade. Ich hätte vergessen. Ja, du bist jetzt im Fernsehen. Oh geil, was war das? Einigen Jahren Sex hatte mit einem Mann und diesen Gitarrenjob zeugte. Happy birthday to you.
geil. Ja, Mann. Ja. Geil. Mike! Geil. Nein. Ich Idiot, ich fall doch auf rein. Das ist mir geil. Hey. Danke nochmal. Danke nochmal. Echt geil. Wir haben leider super gut. Super geil gemacht. Vielleicht nochmal die andere Seite. Okay. Okay. Ey, mach doch so, ja. Mach einfach so dein FTV-Ding. Ich bin noch fertig, oder? Naja, aber das lassen wir uns nicht mehr. Ah, das wäre eine Angst dabei, die Ich bin wieder in die Sahnetorte fällst. In die 2x50 der Sahnetorte. In einen Platz. Schweine. Scheiße. Nee. Doch. Nee. Echt? Ach komm. Nee. So was war das? Die Lunge hier rein. Ich war nicht mehr rausgeschlagen. Hey! Komm, ohne Scheiß? Ja. Das ist voll geil. Jetzt die Form, oder wie? Nee, lass mich. Hey, Junge, ich bin doch echt. Voll geil. Das ist dasselbe Tal auch von hier, ne? Ja, klar. Voll geil, echt. Das ist ja mega schön. Lieber John, geil. Please remember, Rod loves you, ey. Herrlich. What? Beim Kochen werde ich an dich denken. Von hinten, du Feigling! Cleveland, rock and roll.
grüße euch, Die by the Sword. Ja, aber diese Einwürfe, die im Studio noch entstehen, das sind eigentlich Sachen, die das Lied nicht verändern, sondern eher so, wenn man sagt, an der Stelle würde noch eine Chorstimme hinpassen oder eine Kamera. Dann gibt es in jedem Fertigungsprozess, wenn einer, wenn ich Schlagzeug spiele, dann sagt irgendjemand so, könnte jetzt noch so sein. Wenn gesungen wird, sagt irgendjemand, dann vielleicht noch so oder so. Mhm. Das ist eine Buchmann-Erkenntnis auf die Songs, ja. Der hat nichts mehr zu melden. Ist aber nur da, Beiwerk. Schnödes Beiwerk. Oh, hoffen, wenn du das jetzt hörst. Fick dich, Typ. Aber vielleicht sieht er über die Jahre auch schon mittlerweile alle an einem gemeinsamen Strang vorher. Ja, na, ich meine, wenn das ja nicht zu uns passen würde, was er einbringt, dann wäre er nicht irgendwie jetzt mittlerweile zum 14. oder 15. Mal dabei. Also das macht schon Sinn, also abgesehen von den King Kong-Sachen sowieso. Also von daher, der will nicht was ganz anderes als wir. Was er tatsächlich manchmal Schwierigkeiten hat zu verstehen, sowas wie unsere Single, sowas ist ihm suspekt. Aber im Nachhinein fand er es dann auch gut. Er fand es okay, aber also... Na, wie so ein Gemetzel. Richtig geil. Ja, so ein Gemetzel. Das ist doch aber irgendwie, das ist nicht gut. Und ich sagte dann, hey, das macht voll Spaß. Und so, ja, aber das kann man doch nicht hören. Und wenn ich dann sage, dass ich so eine Musik gerne höre, das versteht er dann nicht. Also für ihn muss es schon sehr gut gespielt sein. Also darf auch wild sein, aber es soll auch wirklich so immer bis an die Grenzen gehen. Also so ganz perfekt und gut. Und wir haben halt manchmal, achten wir dann drauf, dass es nicht zu glatt wird. Was zum Beispiel dadurch verhindert wird, dass Felso und ich in der Band sind. Stamme, komm. Also ich hab drei Jungs da draußen. Die sind drauf und dran, dich alle zu machen. Und eine gute Platte. Ganz egal, na gut, der ist schon abgewählt. Jesus liebt uns. Verzerrer, Zerstörer des Universums. Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Wir lungern nur an Schulen rum, verkaufen kleinen Kindern Crack. Wir singen unzüchtige Lieder und gehen abends lange weg. Tischmanieren sind uns fremd, wir essen selten mit Besteck. Die Plattenfirma schickt uns jedes Jahr einen Dinge-Check. Habt ihr uns vermisst? Haben wir euch gefehlt? Habt ihr heimlich geweint und die Tage gezählt? Ja, wir sind zurück. Es riecht nach Urin, wir sind die Ärzte aus Berlin. Erster Satz quasi. Allegro non troppo. Zweiter Satz. Allegro aber ohne Ende. Hallo. Die Watsche, das war mein Lieber. Kannst du irgendwie nach einer Strophe und Refrain abbrechen, wenn es ja nicht bringt? So, wehe. So, schauen wir mal was. Sogar hier geht er an und dann so, da kommt er so hinterher. Au! Ja, sind nur zwei Fehler. Von vorne. Ja.
Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Berserker der Liebe, die Leiden der jungen Ärzte. Guten Morgen Deutschland mit Peniscover. Abgespritzt, Trommelfeuer aus der Sackkanone. Hey, hier. Yeah. In mancher Seele tun sich Abgründe auf. War besser, oder? Schlechte Menschen, Missetäter, gab es immer zuhauf. Räuber und Banditen, Mörder auch so, Mörder auch so. Dies ist jetzt das Lied von einem. Die Ärzte in der Babylon, Flucht aus Babylon, Lärm Deluxe, Die Ärzte versus die Welt, Wurst of Love. The Peel Sessions, extrem Kommerz. Verrückt in Las Vegas, Wurst essen Seele auf. Ich verkaufe Terror, ich verkaufe Tod. Elendheit und Schmerzen sind bei mir im Angebot. Die Ärzte 90210. Schwer auf Zack, Schraubenschlüssel tun weh auf Kopf. Zombie Power 2000, Methan, der Ghost der Regenwald. Das sind die Titel, die zur Auswahl stehen. Das ist auf den Heimatplatz, kann man nicht sagen. Okay, komm, zünd den Knaller. Okay. Lass einfach weiterlaufen. Noch lange nicht genug. Probieren wir einfach mal zur Mucke. Käsebaguette! Struck! Croissant! Struck! Laugenbrezel! Struck! Bremen! Wollt ihr da? Das totale Brötchen! Also auf, Kameraden! Zum Bäcker! Mysteriöser als die anderen beiden. Ich will so viel verraten, er heißt Bela und steht in der Mitte. Wie man an seinem Schlagzeug sehen kann, ist Rechtschreibung nicht seine Stärke, aber Boshaftigkeit, da hat er immer eine Eins gehabt in der Schule. Unser Bela, wir nennen ihn auch Mysterious. Mr. Bela. Ich bin furchtbar böse, ja, das bin ich. Der Erfinder des Wortes, Ding, Schädigung, wieder die Hipster.
fragt euch, wer kann böser sein als Helmut Kohl? Ich sage euch, ich kann es! Ich bin Helmut Kohl! Ich bin zwei Helmut Kohls! Ich habe euch gesagt, ich bin böse! Ich habe die Ärzte aufgelöst. Und gerade eben. Ich habe die Prinzen gegründet! Als Maul und Spiel! Ich habe Schnecke zum Werfen! Ich war's. Ja. Großer Einfall drauf. Hab ich gemacht. Ich bin der Gegner. Ich bin schuld. Ja. Und Karstadt hab ich erpresst. Ja. Ich finde Mila auch mysterious. Er ist ziemlich unheimlich so, ja. Ziemlich unheimlicher Kerl. Ein ziemlich unheimlicher Bursche, dieser Bela. Ich bin richtig böse. Ich bin so furchtbar böse. Ich stehe nachts in Kneipen und langweile Menschen mit Diskussionen. Ich habe versucht, den Turm von Pisa umzustoßen. Ich habe das Wort Ficken im Radio verboten. Und ich habe die Ärzte wieder zusammengeführt. Schon lange nichts mehr los. Die war langweilig, darum bist du hier doch jetzt dumm. Und deine Sehnsucht ist noch immer groß. Deine Sehnsucht ist noch immer groß. Komm mit mir und du wirst sehen, wenn wir durch den Spiegel gehen, wirst du deinen Augen nicht mehr trauen. Hab doch mit Vertrauen, wie ihr diese Welt gefällt, doch dir voll von Schützen und unvorstellbarem Grauen. Voll von Schützen und unvorstellbarem Grauen. Doch was heftig scheint, wird plötzlich schön. Hab doch Mut, komm mit und du wirst sehen. Zu morgen. Schau nach vorne, da liegt dein Glück. Schau zum Spiegel nicht zurück. Hinter ihm liegen deine Sorgen. Hinter ihm liegen deine Sorgen. Jetzt bin ich ein Pirat, wie mein Schiff ist voller Fahrt. Ich halte dich gefangen. Später mal. Mal eine Band, die man mag. Ist das auch ein Gefühl, schwul zu sein? Schön. Du bist verhältnismäßig cool, hast volles Haar und festen Stuhl. Du bist nicht zu dünn und nicht zu dick. Schon viel gesehen von der Welt. Wie weit soll ich runter, damit Felsen auf mich rüberpasst? So sehr. Okay. So sehen wir am liebsten. Ja, ja. Das ist die internationale Geste für drei Tage Fahrt. So. Noch ein Ich mach einfach so. Keine Fragen.
Gewinnt der drei Tage. Manchmal muss man beweisen, dass man ein Mann ist. Warte, ey. Kannst auch nichts mehr retten, ne? Nee. Ein BMW Cabriolet ist an und für sich schon okay. An jeder Ampel bist du König. Und deine Schuhe aus Krokodil, die zeugen von Geschmack und Stil. Again? Doch leider ist das noch zu wenig. Schon alles gelernt. Wenn du in einen Spiegel blickst, wird erstmal rücksichtslos gefixt. Rücksichtslos gefixt. Dein Ziel wäre der Geschlechtsverkehr, doch dazu fehlt das Zubehör, was ich dir sage. Dir fehlt der drei Tage. Und dann da stehen bleiben? Und dann machen wir noch andersrum. Wir sind von hier gekommen. Richtig. Toll. Das Einzige, was die Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter 3-Tage-Bart. Oder Beard, wie wir Cool People sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige. Und ein kleiner Freund ist der Dank. So, jetzt reicht's. Jetzt wollen wir mal ernst werden. Hast du die ersten zwei?
Ich will sterben. Warum haben Sie Instrumente um den Hals und Mikrofone vorm Gesicht? Spielen die auch Musik? Ja. Der, die, das. Okay. Nein, also jetzt wieder ein Lied von uns. Okay, wenn sich die Dame zu dem BH mal kurz auf die Bühne begeben würde und die anderen wartet ein Viertelstündchen. Körbchengröße XXL. Mit ein bisschen Fantasie. Die Menschen haben mir bis zu dem nun folgenden Titel beim zweiten Konzert ungefähr 13 BHs auf die Bühne geworfen bekommen. Soll das heißen, dass ihr weniger Geld habt oder dass ihr mehr Niveau habt? Aus Berlin! Aus Berlin! Möchtet ihr noch eine Zugabe hören? Auch von uns? Darf es noch was mit... Moment, das muss ich immer kurz sein. Der größte BH der Welt. Schöner Rücken, aber ab jetzt. Die Sau, die Sau. Waren wir ein Liebespaar.
Beherrschung ging flöten, ich fing an zu erröten, die Stirn war schweißnass. Sie aß langsam und bedächtig, der Anblick war prächtig, scheinbar hatte sie Spaß. Also habe ich schnell mehr Bananen bestellt, alle Bananen der Welt. Ich sprach jetzt nicht mehr geschwollen, es gekühlt aber mal und Geifer traf mir vom Kinn. Idat ließ sie mich sitzen, ich fing an zu schwitzen, sabberte vor mich hin. Wieder sah ich sie nie, doch in meinen Träumen steht sie. Da steht sie, eine Banane. Mein Gehirn, das wurde plötzlich zusammen. Baby, sie hasst die Banane. Das Romantik erscheint nur profane Gefühle mir. Frauen, es sind Bananen, ohne was fangen wir Folgen zu ahnen. Für sie ist der Name unser Name, hier in Hand des Belang zu reklamen. Yeah, komm, baby, Banane, mein Gehirn, das schluckt endlich zusammen. Dann, baby, yeah. Die Banane, scheiß Romantik, ihr Herz, nur profane. Punkt 6, we will rock you.
Sieg. Spontaner Applaus am Ende eines Gitarrensolos. Bitte, bitte, liebe Ärzte, spielen noch ein Lied. Nur ein Lied. Bravo. Was soll er tun? Du weißt doch, wie es was geht. Soll er tun? Nochmal von vorn. Was soll er tun? Es ist doch nicht zu spät. Es steht doch alles in den Büchern. Und ich habe bitte wieder zu Bernstark. Wäre ich doch Politiker geworden, ja, dann wäre ich nicht so bescheuert. Oh, 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 oh. Was soll ich tun? Was soll er tun? Es war ja viel zu früh. Als González Nummer 3. Du brauchst du Asche auf wie ihr. Oh, 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 ein neuer Tag bricht an. Oh, 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 ein neuer Tag bricht an. Oh, 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 ein neuer Tag bricht an. Ja, ich bin Farin, bin der Stickträger von Bela. Und die Alkoholiker? Bei der Band Bela und die Ärzte. St. Pauli höre ich auch total gerne. Also hatten wir auch früher schon viele Konzerte. Der Bela hat ja viel Kassetten aufgenommen von denen. Genau, Kassetten, da sind es mal 11 Spielerinnen allerdings. Nein, also ich habe Fußball schon immer gehasst, außer Botafogo, das ist ein Verein in Rio. Und hat jemand einen Baseballträger da? St. Pauli, das ist ein Verein in Hamburg. In St. Pauli übrigens in Hamburg. Und das zweite Spiel, was ich gesehen habe, war das Relegationsspiel gegen Stuttgart. Und da will ich jetzt nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Und danach war ich bei ganz vielen Spielen, wo sie immer gewonnen haben. Und ja, ich habe da ein Verhältnis zu. Aber das kann ich ja nicht. Du stehst unter Drogen, oder? Und kannst du vielleicht, du könntest auch vielleicht auch mal die Anekdote erzählen, wo du im Fall natürlich noch die Anekdote erzählen. St. Pauli im Stadion gesessen hast und plötzlich, richtig, also genau, in der Halbzeit. Hey, das ist jetzt eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Und sehr rührend und hat ein bisschen was mit der Wiedervereinigung der Ärzte zu tun. Der Grund, warum es die Ärzte wieder gibt zum Teil, ist, ich saß bei meinem ersten St. Pauli-Spiel, was ich je gesehen habe, saß ich in der Halbzeit da, weil ich bin halt nicht rausgegangen, weil ich musste nicht pinkeln. Und ich wollte auch keine Wurst, weil ich bin Vegetarier. Jedenfalls saß ich da. Und dann lief ein Lied in dieser 15 Minuten langen Pause und das war Westerland, die Live-Version von noch. Also ich weiß nicht, ob die Zuschauer dieses Lied kennen. Das ist in der Live-Version klingt es ungefähr so. Aber ich habe es halt erkannt. Und das ganze Stadion fand es irgendwie ganz okay, dass das Lied lief. Und ich natürlich auch. Und dann dachte ich irgendwie so, ist ja komisch. Jetzt bist du hier bei St. Pauli und wir spielen Westerland. Was da für Bares? Dass das Lied lief? Habe ich mir gefragt, ob wir die Welt nicht wieder machen wollen. Das ist echt wahr. Zufall? Zufall? Seltsam, aber so steht es geschrieben. Wer von euch hat einen Führerschein? Wer von euch ist schon mal hinter Autos hergefahren, die hässliche Aufkleber hinten drauf hatten? Ein echter Favorit ist, Jesus liebt dich. Ein anderer Favorit ist, ich hupe für Farin. Oder der berühmte, wer zuerst bremst, hat verloren. Oder natürlich, den habe ich nie verstanden, zwei fast vier You. Also, dass 2 fast 4 ist, verstehe ich ja noch, aber was hat Jo damit zu tun? Okay, und dann gibt's noch den Aufkleber, der ungefähr so aussieht. Eingeweiht wissen, es handelt sich um eine kleine Insel vor Afrika namens Madagaskar. Oder Elfenbeinküste. Auf dieser kleinen Insel haben wir ein blitzekleines Lied geschrieben. Auf dem Weg hierher hat der Bailout schnell aus alten Joghurtbechern 2 Gitarren geschnitzt. Das ist so seine Art. Wisst ihr vielleicht, wie wir das Lied genannt haben? Wie?
ja, ja. Ja, das Lied heißt... Sollen wir es jetzt spielen? Wir sind die Ärzte aus Berlin. Ich sehe schon, die anderen sind jetzt willkommen so beim Making of the Video. Genau. Willkommen in unserer gut gelaunten Videorunde. Wir sitzen hier und wollen ein Video drehen. Aber das ist nicht so einfach. Man braucht dazu Licht, eine Waschmaschine und eine Kamera.
Nun, wir haben schon eine Waschmaschine. Wir haben auch Licht und wir haben jetzt auch eine Kamera. Also drehen wir jetzt ein schönes Video damit. Die Diddelmaus muss jetzt sitzen. Ja, klar. Aber die Diddelmaus, die verbrennen wir natürlich. Jetzt einmal hinten. Willst du die jetzt anzünden direkt gleich? Oder? Ach Quatsch, die beläuft ja erstmal durchs Bild. Und statt dass sie sitzt, dachte ich mir, dass man vielleicht dann vorzugsweise natürlich felsesarm mit den Ringen irgendwie so. Kamera. Nee, wir wollten eigentlich was ganz anderes erzählen, ganz seriös. Ja, wir haben uns gedacht, bei dem Video, wir prangern mal so ein bisschen Missstände an in Deutschland. Zum Beispiel, dass es immer so scheiß Videocrews gibt. Ja, das ist eine leuchtende Waschmaschine. Den Text zu diesem Lied hat Fahin Urlaub geschrieben, als er 12 war und im Badezimmer nach dem Duschen an sich runterguckte. Und Schambehaarung entdeckte. Mit 12? Ach, schön wär's gewesen. Eat this. Sollen wir mal eine Maus draußen versuchen abzufackeln, um zu sehen, wie die brennt? Ja. Hab gesagt, Benzin. Das ist ja ekelhaft. Ey, das ist doch geil. Das ist Sondermüll, echt. Und wir wissen gleich auf. Das ist doch geil. Großartig. Was kriegen wir auf die Bühne geworfen? Das ist ein Schrott. Guck fürs Auge. Yes. Richtig. Nicht für deine Mädchen da. Try this at home, kids. Und ich finde es wirklich schade, dass ich das noch erleben darf. Es handelt von Rauchrednern mit Sprachfehlern. Sie listen in den Schlafen. Ein Dach zu listen. Wir sind seit ungefähr 2 Wochen detonierte Rauchredner geworden. Das ist sehr schön. Wir laden ihn und seine Familie jeden Samstag zu Esse ein. Scheiße. Na, jetzt mal Scherz beiseite. Wir drehen jetzt wieder das Video und lassen uns da sein. Das bisschen singen nicht verhüten. Mann, was ist denn für ein Streicher ist da? Ja, und los, ey. Und raus, genau, wunderbar. Jetzt den Gestank ertragen. Nein! Burn in hell! Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika. Friede, Freude, Eierkuchen, alle singen ja. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war. Hey, was los? Lecker warm. Was ist denn los? Die Kinder. Children's, children's, children's. Don't, ey, das muss auch noch ins Video. Don't try this at home, kids, ne?
Steffi. Jetzt! Jetzt! Yes. Reicht, löschen! Hallo! Hi. Tschüss! Tot? Tot! Tot! Okay. Reicht, danke hey, aus. Immer weggesehen. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man nichts mehr für Susi tun. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man nichts mehr für sie tun. Für die Jungs in der Schule war sie der letzte Dreck. Bei manchen allerdings auch bitte zum Zweck. Und für ein bisschen Zärtlichkeit ließ Susi alles zu. Und für ein bisschen Zärtlichkeit ließ Susi alles zu. Dass die Geburtstag war schon lange tot. Und der Vater nur im Sock. Und dass er war, wie sich die Susi vor. Das war weniger. Aber niemand hilft dir, wenn du der Abschaum bist. Wirklich niemand hilft dir, wenn du wie Susi bist. Können wir noch machen für das Video? Ein Strip? Supi, supi, supi! Habt ihr Jaien zu Hause? Nee. Na also, ist doch fair schon. I'm so sad and lonely. Ja. Aber schön sind sie trotzdem, die Jaien. Alter, die Schnauze. Geh mal schnell wichsen. Wieso soll ich die Schnauze halten? Weil du nicht als wie Scheiße laberst. You ugly son of a bitch. Fuck me, you ugly son of a bitch. Stick it out, ah, your hot curly weed. Stick it out, ah, your hot curly weed. Stick it out, ah, your hot curly weedy weed. Weedy weedy weed. In wenigen Sekunden geht es auf die Bühne.
nervös. An dieser Stelle muss ich jetzt erstmal probeln. Nein, das ist meiner. Hey, kriegst du nie. Was sagen wir dazu? Klar, der Kommentar. Können wir den Sabberlatz nochmal bekommen? Ich glaube, Bea läuft dann wieder auf. Ja, hab ich erhört gedacht. Weil ich bin ein gutes Vorbild für alle. Und die mögen mich auch alle gerne. Mir schmeckt das Essen von der Petrole immer besser. Und ich weiß auch nicht, warum ich nicht eigentlich mit den Händen essen darf. So. Mach mal. Jens, wie siehst du denn aus? Es war uns eine Ehre, es wird uns immer eine Ehre sein. Ehre, dem Ehre gebührt und manchmal auch den anderen. Nochmal der gute Spruch von Bela B., wo die Wurst wächst, da wächst die Wurst. Da, wo Würste wachsen, wachsen Würste. Du denkst, du bist die Allerschönste für mich, bist aber nicht, ich find dir widerlich. Du denkst, ihr findet wirklich jeder hier geil, bist aber nicht so ganz im Gegenteil. Du kommst hier rein, als gehört dir die Welt, als wär jeder Tisch nur für dir bestellt. Sometimes I wish I was an angel. Sometimes I wish I were you. Es ist folgerichtig, es wird so sein. Goldene Türme wachsen mit dem Guss, sie stürzen ein. Goldene Türme wachsen mit dem Guss, sie stürzen ein. Happy thinking about you. Happy thinking about you. Happy thinking about you. I want a romance. I don't want to dance. I just want to forget you. I don't want a romance or a second chance. I just wanna fuck. I just wanna fuck. I just wanna forget you. And recognize my roommate won't throw a thing away. I guess it's probably his. It looks like it's alive. And living in the fridge. Of love.
One below and one above. Last week my girl was laid in ace. Now she got her mayonnaise. Women are insane. Thank you.
und leg mich mit Popmusik in den Sand. Nur ins Wasser geh ich nicht, denn mein Walkman ist mit Wasser nicht. Und trotzdem fehlst du mir. Sommerpalmen, Sonnenschein, was kann schöner sein? Sommerpalmen, Sonnenschein, was kann schöner sein? Mit dir allein kann es noch schöner sein. Mit dir allein kann es noch schöner sein. Denk ich an dich. Abends in der Disco amüsiere ich mich. Ich hab meinen Tanz in meinem Walkman auf. Denn da ist deine Stimme drauf. Die Sonne brennt heiß, als wäre es spiegelglatt. In meinem Walkman ist Bandsalat. Die Nächte sind warm, ich spüre das Glück. Doch die Batterien sind alle, darum komme ich zurück. Und trotzdem willst du mir. Warum bist du nicht hier? Warum bist du zu Hause? Du Ball. Ja, okay, wir machen ja. Dieser Mann hat das gemacht. Hat diesen Bart tätowiert. Yes. Yes. Man nennt mich Bruder Friedlich und ich sage euch, nur wer liebt, kann auch geliebt werden. Man nennt mich Jesus Christus und ich sage euch, nur wer knallt, kann auch geknallt werden. Ist er wieder blau? Dann haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft, dann haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft. Bald sind wir alle Brüder und Schwestern. Dann gibt es kein Morgen mehr, sondern nur noch gestern, gestern, gestern. Dann haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft, dann haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft. Heute ist Frau so grenzenlos. Die weißen Tauben, Baby, yeah, 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 sie sind müde. Bald haben wir's geschafft. Bald, Baby. Ewige Blumenkraft, bald haben wir's geschafft. Yeah. Ewige Blumenkraft, bald haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft, bald haben wir's geschafft. Ewige Blumenkraft, bald haben wir's geschafft.
Soll ich dir die anlegen? Ja. Willst du den fahren? Jetzt, echt? Ja, klar. Ja. Aber ich schub da so nebenher. So mit Au! Wie geht das eigentlich? Wann gehst du das weh? Auf die Bühne? Jetzt sofort, oder? Dann kommt ihr bei Elke. Nee, bei Gwendola, nicht bei Elke. Echt? Gib mir auf den Check, neue Wolfgang. Ey, ey, ey. Okay. Ah gut, das nächste Lied prangert wieder irgendwas an. In einer kleinen Hütte, da wohnt sie Gwendola. Klopfte an die Tür. Ja, das ist jetzt hier die 1-Million-Dollar-Produktion. Das geht nicht so. Oh, verdammt. Na, Chef? Hi, B. Alles klar? Einen freien Urlaub gehabt. Hi. Ja, also mit Geländer kein Problem. Ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert. Sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, dann jetzt ist es. Guten Tag. Hallo. Ja. Wie man zählt. Genau, wir verlosen die Präsente. Also fährt selbst Abholer. So, jetzt muss ich auch abholen. Aber gewinnt die originalen Ärzte-Treppe. Deine Freunde haben applaudiert. Sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, dann jetzt ist das Maß voll. Ich geh mal eben kurz wieder nach hinten. Wieso, du wolltest doch nur betreuen. Jemtan. Los hombres también. Siempre. No! Ich bin nicht stark und ich bin kein Held, doch was zu viel ist, ist zu viel. Für deine Aggressionen war ich immer das Ventil. Danke. Die zweite Figur geht nicht ganz bis zum Ende. La Segunda Figura
No va hasta el fin. Okay. Solamente de 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 fin. One, two, one, two, three, four. Mit Lächeln? Aber richtig. Echt? Ja, ja. Gewalt erzeugt Gewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch wie so oft einfach nicht genau zugehört? Es ist nur vor mir und wir sind ganz allein. Keiner kann dir helfen, keiner steht dir bei. Ich schlag nur noch auf dich ein. Immer mitten in die Fresse rein. What? What? Der Arm war doch super, warum hast du das nicht gemacht? Also, ja, logen. Deine Kumpels waren immer dabei, doch jetzt wendet sich das Blatt. Auch wenn ich morgen besser umziehe, irgendwo in eine andere Stadt. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Nach dem Mittag. Hallo, Will. Noch einmal, bitte. Jetzt guck ich mal auf die anderen. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Oder hast du da auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Jetzt liegst du vor mir und wir sind ganz allein. Und ich schlage weiter auf dich ein. Das tut gut, das muss da einfach mal sein. Immer mitten in die Fresse rein. Jugendfrei, ein Wort von Sinn oder Gewalt.
diese Zeiten sind vorbei. Wir singen nicht mehr über schmutzige Sachen. Ich bitte euch, das würden wir noch nie im Leben machen. Papa, 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 Papa. Zeitgenossen, wenden uns an dieser Stelle, wo Altone machen wegen fehlendem Niveau. Darauf sind wir vorbereitet, sozusagen präpariert, und wir reagieren so. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. 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 Fährst du immer im Kreis? Ich hab noch lange nicht genug. Willkommen zu eurer Kaffeepause. Dort drüben gibt es Speis und Tan, hier gibt es Tan. Aus Berlin, aus Berlin. Ja, in der Bundesrepublik, da machen alle gern Musik, da machen alle gerne Geld. Die ganze Welt kommt in die Bundesrepublik, da kommt dann alles Leiche los, da werden kleine Leute groß mit der Musik. In Diskotheken, hier zu lang, sind deutsche Lieder unbekannt. Doch wenn man Englisch singen kann, ist man von Bayern bis nach Bremerhaven number one. Jetzt einer unserer größten Hits. Schweiner Barfuß. Ja, danke. Genau. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Ein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, die drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Wenn du das Arsch nicht brauchst und wenn du Tabak rauchst, dann bist du heute goldrichtig. Und wenn dich dein Girlfriend küsst, so dass du happy bist, ist dann nicht Geld null und nichtig. Wenn du das Hasch nicht brauchst, sondern nur Tabak rauchst, dann bist du top auf der Party. Kannst du den heißen Beat dann nochmal auch mal ziehen, bist du für alle stets smarty. Danke, Baby. Ich wohne jetzt immer 410. Butterfly. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Ich an diese Stunde denk, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonnenschein, Frieden, Riete, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. Champs-Élysées. Backstage-Aufnahme. Wechsel. Aber wirklich Punkrock.
BSL. Ich höre so gerne BSL. Tag und Nacht nur BSL. Das auch was anderes soll. Nein, leise Scheiße. Ich hab kein Schimmer, wie ich gedacht bin. Ich hab mein Zimmer und genau, weil ich eigentlich sowieso immer BSL. Ich hör so gerne BSL. Tag und Nacht nur BSL. Das auch was anderes sein. Nein, leise Scheiße. Was lauter, ein kleines bisschen lauter. Hey du, bleib stehen! Halt die Schnauze und spiel da! Die Ärzte können sich nicht mehr leiden. Letzte Tour vor der Auflösung. Bela ist schon aus der Band geflogen. Jetzt ist dein Bruder hier, der zufällig auch Sali heißt. Ein Lied! Für alle, die heute Abend Fleisch gegessen haben, ja, Vollidioten! Völlig sinnlos! Ein. Und auch so manche Kuh habe ich schon verschlungen. Doch mit dem Fleischgenuss ist für mich endlich Schluss. Mein Gewissen hat mich dazu gezwungen. Ich werde niemals dick und rund, weil ich bin guter Herr. Und jetzt an lebe ich gesund und bin zu Tieren fair. Für mich macht niemand ihre Tod. Ich denke alles am Boden. Lieber Gott, ich hab mir den Gefängnis hingestellt. Ey, erst du was, manchmal wird mir übel gleich. Und die Begabung tut dann auch nicht mehr zu stehen. Wenn ich auf meine Welt, wenn jemand mich einsam, ich hab zu schlimm, darunter ein auf letzter Boden. Wenn es jetzt noch so lang, es ist auf dir gespannt. Nur meine Karten stehen, kannst du so in Dose. Ich werd niemals singen und rum, weil ich bin guter Herr. Ärzte werden heute Abend das Wort Running Gag neu definieren. Ich sag nur Kelly Family.
Du sagst Kelly Family, sagst du, hä? Nee, ich sag Kelly Family. Ah. Ach so, so Paddy, los geht's. Ein Lied über die Dicke von den Kelly Family. Du bist schon. Hey, sag nichts gegen die Kelly Family. Ich sag ja nichts gegen die, ich sag ja nur, dass die dick ist. Seid ihr euch darüber im Klaren, dass ihr insgesamt so viel Biomasse auf die Waage bringt wie die Kelly Family? Ja, du kennst mich! Ich hab das Gefühl, dass mich gerade Mama Kelly angelacht hat. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Unser Rotz! Hey, das ist doch ein kleiner Applaus. Bassist bei den Ärzten! Traumberuf, Bassist! Fast so guter Job wie Frauenstämmer bei den Kellys. The best rock rover in the world! The Kelly Family! Als wir noch eine satanische Band waren, haben wir uns Pornofilme angeguckt. Jetzt gucken wir uns Kelly-Filme auf Video an. Pass the hell, leave the hall, Kelly Family at all! Death to Fort Kellys! Death to Fort Kellys! Wir haben vorhin im Tourbus Rough Road oder Tough Road Part 1 geguckt. Also wer jetzt klatscht, der kennt das. Aha. Die Frage war, wie vermehrt sich die Kelly Family? Durch Singen. Ich hab das Gefühl, die gehen nicht mit. Ach, puh. Nee, das wird heute nicht so mit Schwänzen lüften, oder? Er bleibt drin. Also ich hab alles versucht. Das wird heute echt ein scheiß Konzert. Tut mir leid, Farin. Ja. 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 Der Tee düst langsam weg. Im Fernsehen läuft der letzte Dreck. Erna ist 80 Jahre alt. Sie trägt eine Hose und doch ist sie kalt. Sie weiß nicht warum, dann kommt sie drauf. Es ist natürlich ein Fenster auf. Doch als sie es merkt, sträubt sich ihr Haar, weil das Fenster woher geschlossen war. Das sind ja Knospenbaby. Und Erna Baby und Patte. Davor steht dein Herr. Okay, geben wir jetzt die alte Vollmilchschaffe. Die alte Vollmilchschaffling. Schaffling. Schaffel. So, wieder schön hier in Stuttgart. Auf dieser herrlichen Bühne in Stuttgart. Ja, er hat schon richtig ausgesprochen. Ja, ich hätte wieder fleißig geübt, Leute. Aber heute muss ich mich zurückhalten. Ja, ich habe Verbot gekriegt, Mundart zu sprechen auf der Bühne. Weil der Wähler, der hat mal ein sexuelles Erlebnis gehabt mit einer jungen Dame. Seitdem ist er quasi ein wenig allergisch. Ein wenig. Die Worte Schwänzli waren zu hören. Und Mösele. Ha, ich bin so geil. Fickst du auch so gern, heuer? Also, schnappt man das auf, wenn man eine Weile auf Tour ist? Bei dem vielen Sex, den wir auf Tour haben? Nee, also dich nicht, sorry. Tut mir leid, ich bin total hetero. Ich weiß, langweilig. Aber ist hetero. Doch, spinn doch. Nicht so wie die Jungs auf Take That. Heute am Bass, Rabbi! Und eins kann ich euch versichern, Leute. Rabbi schluckt auf. Okay, die Ärzte, heute neu von mir, mit Mark O. am Schlagzeug. Tears don't lie. Thank you.
er trinkt Bier. Ich trink Vollmilch. Nennen sich Ärzte. Warum Ärzte? Wen wollen Sie heilen? Das ist ja mal eine originelle Frage. Deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Stringerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Bald ist nur ein Stockmarschall nach Liebe. Deine Sprengerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten lieber für dich sein. Oh, oh, oh. Das war ein Summe. Ich sag dir, das war ein Summe. Ich hab gesagt, hier ist kein Summe. Es ist noch Summe da. Nie wieder ohne Kopfschutz mit diesem Clubmikrofon. Ich hab mir so die Fresse aufgerissen. Wieder ohne Henry irgendwie. Hast du das gehört noch? Menschen, die Menschen ohne Henry oder so. So, jetzt ist gesperrt für alle Idioten. Siempre quisiste ser otro más. Ahora tu sueño es realidad. Scheiße, ich hab's vergessen. Ah, Ghetto, das ist ein Überraschungsfall. Was denn? Bei der Tanzanlage. Stell dir vor, 2000 geht zum Konzert und keiner versteht was. Das ist geil, ja. Wir haben's echt nicht kapiert. Nee, null. Wir haben echt nichts kapiert, oder? War der Sound so schlecht aus? Nee, null. Ja, ich hab Kraft, mach Tippen. Jogginggangs mit Vitamin C, das ist der Rockstar nach dem Konzert. Und zwar mit Koch. Und ich auch. Das war ein bisschen schnell, vor allem am Schluss. Nee, schlecht, alle hassen mich. Oh, ey, ich hab's echt gemerkt. Ich weiß, was hast du getan mit deinem Sound? Ey, ich hab jetzt getreten und hör mal so, hä? Kring, 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 kring. Él está aquí. Alguien sincero solo para ti. Pero tú sabes. Ich esse nachher ein paar Heringe und Kartoffeln. Mit Sahne. Lecker Kartoffeln, lecker Hering. Frischen Kräutern. Kräutern in Provence.
Französisch krass war, aber Köln auch komisch. Da haben alle noch gesagt, heute auch Französisch. Ich hab gesagt, keine Idioten hier. Erstmal schnell weiter mit weg. Es gibt was zu essen im Backstage übrigens, ne? Das ist doch Backstage hier. Nein, in dem Laden. Was, also nee, komm nicht mit. Backstage? Das ist eigentlich sehr komisch. Nee, leg mich echt hin, sorry. So, und jetzt gucken wir mal ganz genau. Feinste Fleisch verschmäht er auch. Käse? Nein. Mozzarella? Mozzarella? Nein. Sondern? Die Fischsuppe. Die Fischsuppe. Ich kann sie ja gar nicht mehr benutzen. Was? Das ist ja, warte mal. Achso. Dices que no lo haga, él se ríe con tu voz. Tú gritas agonizas y te arrastras por el suelo. So viel Niveau hat er auch, wenn er in unser Alter kommt. Warte. Inventaste tu propio amor, tu cariño verdadero, amor que ellos no te dieron. Amor solo tuyo, 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 amor solo tuyo. Ich liebe euch.
hört genau zu. Es gibt eins. Ich freue mich im Grunde, denn ihr seid, jetzt muss ich endlich mal loswerden, ihr seid die Besten. Die Besten der Besten der Allerbesten. Und darum, Berlin, remember. Gegenüber sind wir jetzt, sind wir niederes Geschlecht, sind wir unwürdig und klein. Kicked ass and remember, I love you. Ey, jetzt nicht die alte Schleimschiene abfahren hier. Nochmal, nochmal, was? Remember, was? Remember, was? Unser lieber Freund und Kollege Rodrigo Vassal. Remember. Ich liebe euch. Egal wie das klingt.